In diesem Video möchte ich Ihnen eine sogenannte Datenstruktur vorstellen. Das ist die Art und Weise beim Programmieren und gerade bei C und Arduino, um zusammenhängende Daten, die irgendwie zusammengehören, aber von verschiedenen Typen sind, zusammenzuführen und während des Programmierens und auch während des Designs tatsächlich zusammenbleiben. Das ist unser erster Schritt auch in Richtung objektorientierter Programmierung, da wo man auch davon ausgeht, dass ein Objekt, wie zum Beispiel ich oder Sie, seine Werte und seine Eigenschaften und seine Möglichkeiten tatsächlich in sich trägt und nicht irgendwo anders. Das ist der Unterschied, das erkläre ich Ihnen am besten im Unterschied zu einem Array. Hier habe ich mir ein kleines Programmchen vorbereitet, in dem ich zwei Arrays definiert habe, einmal genannt Chord X und einmal genannt Chord Y. Offensichtlich handelt es sich hier um Koordinaten, und die können dann später im Programm zum Beispiel dafür benutzt werden, irgendwelche Pixelbilder auszugeben. Heute interessiert uns aber wirklich die Art und Weise, wie man diese Daten überhaupt speichert. Natürlich kann ich hier die Koordinaten auch so speichern, wie ich es hier bereits gemacht habe. Und einfach annehmen, dass Punkt 1 sind genau diese 2 und 3, also die allerersten Mitglieder von diesem Array, also die an erster Stelle stehen. Und dann kann ich natürlich durch beide Arrays gleichzeitig marschieren, zum Beispiel mit einer Schleife, um eben zuerst den ersten Punkt zu haben, dann den zweiten und so weiter. Das Problem ist, dass dieses gleichzeitiges Marschieren verlangt tatsächlich von mir und von meinem Programm, dass alles immer gleichzeitig passiert und dass ich die eine Koordinate, dieses eine Array nicht vergesse, während ich das andere zum Beispiel verändere oder aufrufe. Und das ist eben nicht so ganz schön. Bei Koordinaten kann man sich das vielleicht nochmal vorstellen und gar nicht so schwierig. Aber wenn es um größere Datenmengen geht, die zum Beispiel zusammengehören, wie zum Beispiel alle meine Eigenschaften oder alle Noten eines Studenten, dann wird es ein bisschen komplizierter und dann ist es nicht mehr so schön. Deswegen lernen wir auch heute die sogenannte Struct kennen. Dafür schreibe ich einfach Struct und einen Namen, wie zum Beispiel Punkt. Ich will ja schließlich hier Punkte repräsentieren mit Koordinaten. Struct signalisiert dem Compiler, dass ich eine neue Art von Variablen definiere. Also das heißt, es ist so eine Art neuen Variablen-Typen. Innerhalb von diesem Punkt werde ich mir x- und y-Koordinaten definieren. Beide sind von dem Typen int, also werde ich sie auch so definieren. Ich sage einfach hier int x und int y. Es ist so gemeint, dass jetzt jeder Punkt, den ich später irgendwo nutzen und initialisieren möchte, wird immer in sich x und y tragen und die werden dann nicht mehr getrennt, sondern die werden immer wieder zusammengehören. Wichtig ist, bevor wir jetzt in die Benutzung dieser Strukts gehen, dass Sie sich diesen Semikolon hier ganz genau angucken und merken, den brauchen Sie. Sie haben vielleicht auch gemerkt, der Arduino IDE hat es mir nicht automatisch gegeben, weil normalerweise da kein Semikolon dahin gehört, wie zum Beispiel hier nach der Funktion. Aber hier gehört es hin, sonst erkennt es der Compiler nicht, dass es eben eine neue Variablentypen ist. So, wie benutze ich jetzt so einen Punkt? Ich kann mir jederzeit, genau wie eine Int-Variable oder eine Float-Variable, eine Variable vom Typen Struct-Punkt definieren, sagen wir mal P1. Wie komme ich jetzt an x und y? Ich kann jederzeit auf die zugreifen und ich muss auch die Reihenfolge, wie sie hier aufgeführt sind, auch eigentlich nicht beachten, anders wie bei einem Array. Das heißt, ich kann sagen, P1 y möchte ich 3 haben. Und P1x soll eine 2 sein. Wichtig ist hier sich zu merken, x und y gehören jetzt zu einer ganz bestimmten Variable. Ich möchte jetzt kein Objekt sagen, weil es eben noch keine Objekte sind, aber wir gehen langsam in diese Richtung und man kann schon langsam sich daran gewöhnen. Die gehören beide zu dieser ganz bestimmten Variable P1 und nicht zu irgendetwas anderem. Also ich kann, wenn ich eine P2 definieren würde, dann würde es eben ganz andere Werte für x und y geben. Eine andere Möglichkeit, das ein bisschen schneller zu initialisieren, weil wenn man auch mehrere hier Mitglieder hat und nicht nur 2, dann ist es vielleicht etwas langwierig. Ich werde mir eine zweite Variable von dem gleichen Typen definieren, p2, und dann kann ich direkt bei der Initialisierung
die Werte für x und y auch angeben. Das kennt man ja hier ein bisschen von den Arrays hier. Da hat man es ja auch so gemacht. Und ich muss diesmal allerdings die Reihenfolge von x und y dabei haben. Das heißt, ich muss jetzt diesmal 2,3 angeben. Wenn ich 3,2 eingeben würde, dann würde es genau umgekehrt initialisiert x und y. In diesem Beispiel mit dem Punkt allerdings hatten wir zwei Mitglieder, die beide von dem Typen int sind. Das ist vielleicht nicht so ganz realistisch, denn normalerweise, also den Punkt kann man natürlich jetzt auch benutzen, aber normalerweise fasst man in einem Strukt Typen ein, die unterschiedlich sind. Machen wir doch mal ein anderes Beispiel mit Strukt SensorData. Sensordaten sind etwas, was man oft irgendwie beim Arduino, beim Programmieren nutzt. Zum Beispiel möchte man die Umgebungsdaten alle 10 Minuten oder jede Stunde aufnehmen und irgendwo reinspeichern. Das ist zum Beispiel Smart Home oder Smart Buildings eigentlich eine sehr beliebte Anwendung. Was gehört hier zu so einem Sensordata? Als allererstes ist es wichtig, einen Zeitstempel zu haben. Man möchte ja wissen, wann die Daten aufgenommen sind. Das wird normalerweise in Long gespeichert und wie genau eine Timestamp oder so ein Zeitstempel funktioniert, das erklären wir in Offline. Danach könnte ich mir gut vorstellen, dass ich einen Temperaturwert haben möchte. Dann in Int, vielleicht dann ist die Luftfeuchtigkeit allerdings ein Float. Und dann vielleicht möchte ich auch noch wissen, ob Licht an ist oder nicht. Light on. Benutzen tut man so ein Strukt genauso wie unsere Punkte. Ich werde es mir jetzt hier vor dem Punkt ein neues definieren, damit wir es gleichzeitig hier besser sehen können. Ich definiere mir jetzt einen Strukt SensorData und zwar sagen wir mal die Werte von jetzt. Welche Werte haben wir jetzt? Den Zeitstempel werde ich jetzt absichtlich nicht richtig stellen. Den kenne ich nicht, was er momentan so ist. Das werden Sie dann offline lernen, wie das geht. Dann kann ich aber für die Temperatur, so gefühlsmäßig sind das im Moment 23 Grad. Die Luftfeuchtigkeit ist vielleicht bei 60,5% mit einem F dahinter, damit es klar ist, dass es ein Float ist. Und Licht ist bei mir eindeutig an, also sage ich True oder Sie können natürlich auch eine 1 nehmen. Und so funktioniert es eben. Man kann sich dann jederzeit auch diese Daten irgendwie verändern oder eben aufrufen. Ich kann jederzeit sagen, jetzt Temp plus plus. Also ich habe gerade erkannt, die Temperatur ist doch ein bisschen höher, hat sich gerade erhöht. Und deswegen sage ich jetzt, Temp soll plus plus sein, also ist jetzt 24 Grad. Und wie gesagt, offline können Sie dann ein komplettes Beispiel sich angucken, der diese Daten nicht nur speichert, sondern tatsächlich auch Minimum und Maximum ausrechnet. Da sieht man ein bisschen besser, wie man mit Schleifen zum Beispiel durch sowas durchgeht und so weiter.